Und als letztes in dieser Debatte Agnes Hirka-Brammer von den Grünen. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident. Danke auch den Vorrednern für die bisherigen Erklärungen, die ich jetzt nicht mehr wiederholen muss. Es ist eine sehr wichtige Materie natürlich, weil der Datenschutz auch im Parlament gilt. Was wir jetzt schwarz auf weiß durch das Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshofs festgestellt haben. Trotzdem ist es nicht einfach gewesen, auch wenn wir hier jetzt einen einstimmigen Beschluss fällen werden, ist es nicht einfach gewesen, zu dieser Lösung zu kommen. Und es ist wirklich aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Art, wie wir hier gearbeitet haben, nämlich wirklich gearbeitet in der Sache, uns auch immer wieder an unterschiedlichen Standpunkten gerieben haben und doch zu einer gemeinsamen Lösung gekommen sind, die jetzt von allen mitgetragen werden kann. Ich denke, das muss schon auch einmal gesagt werden, vor allem an alle diejenigen, die immer den Parlamentarismus als unnötig und nur Streiterei und nur gegeneinander darstellen. Das ist es nämlich nicht. Natürlich stoßen unterschiedliche Standpunkte aufeinander, unterschiedliche Meinungen aufeinander, aber wir schaffen es dann trotzdem, gemeinsam eine Lösung zu finden, die für uns alle tragbar ist und mit der wir alle sehr, sehr gut auskommen können. Gerade hier im Datenschutzbereich ist es sehr, sehr gut gelungen, auch mit der Einrichtung des Parlamentarischen Datenschutzkomitees, glaube ich, ist wirklich ein guter Schritt gelungen. Nicht, weil wir die Datenschutzbehörde nicht haben wollen, aber weil wir alle uns einig sind, dass es hier im parlamentarischen Betrieb besondere Gegebenheiten gibt, auf die man eben Rücksicht nehmen muss bei der Prüfung von datenschutzrechtlichen Beschwerden. Ich freue mich, dass wir das hier gemeinsam so hinbekommen haben. Danke auch von meiner Seite an alle, die daran mitgearbeitet haben, in den Clubs vor allem, aber auch bei der Parlamentsdirektion. Und ich freue mich auf das Beschließen der langen parlamentarischen Tage mit einem einstimmigen Beschluss. Vielen Dank. Dankeschön.